Der Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz ist nördlich vom S-Bahnhof Alexanderplatz auf der Fläche zwischen der Weltzeituhr, dem Park Inn und der Galeria Kaufhof. Hier bildet das Highlight die große Pyramide, die über mehrere Etagen begehbar ist und von der man dann einen wunderschönen Blick über den gesamten Alexanderplatz und Weihnachtsmarkt bekommt. Hier kommt wirklich weihnachtliche Stimmung auf, sodass man nach der Shoppingtour hier noch einen wunderschönen Glühwein oder seine Bratwurst essen kann. Neben den Spezialitätenbuden haben wir noch einige Gestände mit Kunsthandwerk und anderen Geschenkideen, sodass auch hier Weihnachten kommen kann. Wer diesen Weihnachtsmarkt noch erleben möchte, muss sich etwas ranhalten, weil hier ist wirklich an Weihnachten Schluss. Während die anderen meistens noch über Silvester hinaus in den Januar ihre Pforten geöffnet haben, schließt dieser Weihnachtsmarkt am 26. Dezember. Haben Sie hier das erste Mal den Weihnachtsmarkt besucht? Eigentlich nicht erstmal, aber Corona, ja. Ja, Corona ist das erste Mal, wir sind hier. Ist es hier anders als vorige Jahre? Ja, eigentlich ja. Ja? Ja, eigentlich. Schöner oder? Schöner geworden, ja. Ja. Größer ein bisschen? Ja, ja, es ist schöner geworden und größer auch geworden. Und viele Leute sind da und ich sehe, die Leute sind sehr froh und happy, also. Und ich fühle mich sehr gut. Was habt ihr so geplant? Wir gehen auf die Angelwelt Berlin. Ihr seid Angler? Ja, cool. Angler. Ja, Hobbyangler. Ja. In Berlin habt ihr auch schon geangelt oder ist es nicht so kalt? Nee, wir waren hier noch nicht angeln tatsächlich, aber wir haben auch ein Angelgeschäft im Süden von Deutschland und deshalb sind wir jetzt hier. Und was heißt das denn? Ganz unauffällig. Das ist FW Angelshop. FW Angelshop. Haben Sie nicht verstanden? FW Angelshop. Lauter! Ja, ich hab's schon gesagt. Ja. Okay, wir blenden es dann ein. Ja, gerne. Okay. Genau, ja, dann gehen wir in die Angelwelt in Berlin und ja, schauen uns Berlin auch an. Was gibt's denn? Genau, was gibt's denn zu Weihnachten? Bei euch zu essen? Eine Forelle? Oder? Ja, unter anderem. Ja. Der einzige Fisch, den ich kenne. Ja. Oder was könnte man noch angeln in Berlin? Ja. Aal? Wüsstest du das? Ich weiß gar nicht, was. Aal weiß ich, Aal auf jeden Fall. Alles gut, ja. Zu Weihnachten auch? Nee, nicht zu Weihnachten. Was gibt es denn zu essen generell mit in der Familie? Auch noch was? Kuchen oder? Stollen und eine Gans, ne, werden wir dieses Jahr haben. Ja. Zum ersten Mal. Aber ihr seid dann noch hier in Berlin? Nein, wir werden wieder nach Hause fahren. Ja, ja. Was machst du Weihnachten? Ist da was geplant schon? Nein. Noch nicht. Ja, vor Weihnachten mit meiner Frau und Kindern, wir gehen Skifahren. Oh, okay. Wenn alles klappt. Okay. Wenn ich, wo? Österreich. Okay. Österreich. Da gibt es schon Schnee, ne? Hoffentlich. Bin ich nicht sicher, aber wir haben immer noch drei Wochen. Zeit, ja? Ja, genau. Also, und für die Kinder gibt es denn da schon eine Wunschliste? Wünsche Kinder das was ganz Besonderes dieses Jahr? Ja, aber was steht darauf, weiß ich nicht. Eigentlich war es so der Weihnachtsmann. Ja, genau, das kommt. Das ist klar. Ja, okay.